Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Hallo. Und wir machen jetzt mal eine kleine Jumpman-Tour. Also du. Ja, ich. Bin ja wieder ganz auf mich allein gestellt. Okay, mein Boot war gerade unsichtbar. Lol. Ja. Kennst du eigentlich den YouTuber Nudop? Ja, klar. Ey, ganz ehrlich, ich finde von der Stimme her, das könnte Max sein. Also so eine. Ich muss nochmal anhören, weil ich habe den schon seit längerer Zeit nicht mehr geschaut. Holz müssen wir auch mal wieder dringend neu holen, ne? Ja. Das okay. Können wir aufs Gehen machen. Also zumindest müssen wir auf jeden Fall mal eine Tour machen mit allen, einmal, also jeder Holzsorte einmal zumindest die Setzdinge. Ich würde auf jeden Fall alles bereit haben, wenn die Besucher vorbeikommen. Ja, klar. In der Zwischenzeit kann man hier einmal alles schön durchrudelbumsen machen. Ganz ehrlich, von draußen sieht das gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, da ist noch so ein... irgendwie Holzblöcke oder Holztreppen hin. Kann man lassen. Kann man da irgendwie noch was drüber machen oder da? Da, Creeper. Also du hast den... Ich dachte, der jetzt der Gang hier im Berg wäre jetzt der neue. Ich gehe jetzt mal runter zu deinem Ort, ne? Oh ja. Kann ich mal zeigen, was du da so gemacht hast? Oh. Weil je nachdem würde ich so machen, dass ich am Ende der Folge, wenn ich noch nicht genug habe für eine neue Verzauberung, habe ich mal da gerade ein bisschen Level. Ja, ja, das ist kein Ding. Das sollte da relativ schnell gehen, aber ich bezweifle, dass ich am Ende der Folge nicht Stufe 30 bin. Ich bin Stufe 27. Fast 28. Dann kannst du ja das Eisen, was noch in einer Kiste ist, oder das Gold noch verheizen, da bekommst du auch noch was. Ja, ja. Hört mich wenig. Erstmal in der Kiste bleiben, weil das sind so Ressourcen, die ich vielleicht unten dann gebrauchen könnte. Also hier ist auf jeden Fall so ein Hub, sag ich jetzt mal, also so ein Ort, wo man generell jegliche Monster nach Sortierung vernichten kann. Also ich weiß auf jeden Fall, hier oben kommt die Cave Spider Set, den Rest habe ich noch keine Ahnung, dann lasse ich mich überraschen. Ja, also das ist eigentlich jetzt nur für die zwei Spawner. Also für Zombie und Spinnen. Und ich habe dann jetzt noch einen anderen Spinnenspawner gefunden. Den muss ich dann erstmal noch safe machen, weil da ist momentan ziemlich viel los. Ja, da lieber auch schon meinen Golden Apple geklaut, meinen OP-Goldapfel. Hey, das ist meiner. Nein, den hast du mir geklaut. Ja. Wo hast du den gefunden? In der Truhe. In welcher Truhe? Als ich hier ein bisschen mein war. Was war's denn für eine Truhe? Das war so eine von der Minenschacht. Das hab ich dir alles erzählt, oder? Auf jeden Fall, ich glaube, ich jetzt einfach mal hier in die Seite rein. Warte mal, bullst du bei mir unten direkt weiter? Ja. Ich meine, das wird ja eh noch schön gebaut, also ist ja eh scheißegal. Ja, mach ich doch einfach zu den Gang. Ja, nee, das können wir ja irgendwann später mal zusammen schön aufbauen. Noch bei dir im Hintergrund höre ich irgendwelche Stimmen. Ja, das sind meine Eltern. Bin am Aufnehmen! So klingt ein Dosch, der viel zu faul ist für alles. Kenn ich. Was gibt's auch mit Crazy? Kennst du das auch, dieses Gefühl? Wenn deine Eltern dich mal rufen oder du fragst nur, was ist? Komm mal! Und dann gehst du runter und es ist einfach eine Kleinigkeit von 3 Sekunden, die man auch der Rufen hätte klären können. Genau. Ganz genau. Das hasse ich am meisten, ne? Geil, so was ich letztens hatte. Mein Vater ruft mich. Ja? Kurzer Moment Stille. Komm mal. Ich stehe noch ganz genervt. Stehe auf. Was ist? Hast du die E-Mail schon abgeschickt? Ja. Okay, das war's. Die wollen doch nur, dass wir uns sportlich betätigen, oder? Ja. Ganz ehrlich, ich gehe mal ein paar Blöcke höher. Oh, hier ist ein Minenschacht. Ich gehe ein paar Blöcke runter.
Oh, da ist noch ein Minenschacht. Aber es war schon wieder Standard, ne? Lass mal hier bauen. Oh, hier ist ein Minenschacht. Ganz ehrlich, so viel Glück gehört verboten. Du gehörst verboten. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz schnell hier mal schnell die Tür zu machen. Ich hab keinen Bock, dass hier noch irgendwas gesagt wird. Ich beeil mich. Ja. Wupp. So. Entschuldigt bitte die kurze... Christian? Ja? Also er sagt, liebe Zuschauer, ihr müsst einen Moment kurz aushalten. Ich habe aus Versehen gerade meine Maus ausgesteckt. Ah, sehr schön. Deine Maus ausgesteckt? Ja. Hast du das? Ich habe die vorne bei mir hängen. Und ah, okay. Aha, das hat glaube ich einiges. Ja. Oh, hallo, heißer. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich komme mich einmal in eine Richtung und das findet der durch. Redstone und Eisen. Alles mal Eisen nicht verwenden. Geht eigentlich noch dieser Bug von damals, dass man das Ressourcen verdoppeln konnte? Ich glaube nicht, ne? Der geht nicht mehr. Ach, schade. Oh, ja. Und direkt danach Gold. Bitte sag mir, es ist ein weiterer Sumpf. Hä? Bitte sag mir, es ist ein weiterer Sumpf. Dann habe ich vielleicht nochmal die Chance, was zu finden. Also Lava finde ich hier genug. Ja, Lava habe ich da unten bei mir auch genug gefunden. War nicht das Problem. Ach verdammt, jetzt habe ich eben vergessen zu sagen, welches Modpack ich in Planung hatte. Stimmt, das hast du vergessen mir zu sagen. Ja, kann ich ja gleich mal sagen. Erinnere mich bitte nochmal dran, wenn das... Ja? Ja. Und beide haben es vergessen. So wird es vermutlich darauf am Ende hinauslaufen. Zuschauer erinnert doch daran. Ja, spätestens morgen schreibe ich jetzt per WhatsApp. Ja, wahrscheinlich eh. Also, wer wissen möchte, wie die Nummer von Crazy ist, damit auch. Kann ich das ruhig sexy anschreiben? So, ich doch das, das ist gerade Insta-Karma. Drück bei Tab. Stirbst du einfach gerade? Nicht mehr. Verdammt! Weißt du, ich wollte gerade anfangen zu reden. Wer die Nummer machen, haben möchte? Oh, das ist Lava. Okay. Ey, ich will endlich einen Slime finden. Mann, ey. Wann soll ich denn sagen, dass wir Slimes zu Hause haben? Spaß beiseite. Und kann ausrasten, ne? Du kamst ja schon einen Moment verarscht vor, ne? Ja! Alter, wie viel gottverdammte Lava ist hier? Aber du kannst wenigstens ein paar Fackeln sparen. Blub, 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 blub. Oh. Oh, und wieder ein Teaser für einzelne Projekte. Also ganz ehrlich, wer bei den Teasern herausfindet, welches Projekt es ist, der hat mal Respekt. So schwer? Ja, also die Spiele sind schon noch. Alter! Kennst du, dass ich in einem Moment, wenn du so einen Lava-Block findest, der. Nirgendwo eine Wand hat, wo du anbauen kannst? Ja, kenne ich. Ich hasse es. Bin mal kurz weg. Alles klar. Gehst mal kurz Zigaretten holen? Ah, schade, der ist schon weg. Gut. Ich hoffe mal, dass... Also irgendwie habe ich dieses Mal kein Glück mit dir. Oh. Ich will nicht mal hoffen, dass da langsam mal was kommt. Oh, Kohle.
bin noch am überlegen, was ich vielleicht verzaubern soll. Ob ich ein Schwert verzaubern soll? Aber schätze ich mal schon. Aber ich schätze mal, ich werde auch dann ausfinden, ab und zu mal was farmen gehen. Gut, gut, gut. Also Kohle gab es jetzt mal wieder ordentlich. Aber wir müssen uns nochmal hier so einen Minenschacht zulegen, wo wir mal ordentlich minen gehen können. Wenn jetzt hier ein Dia gewesen wäre, ich hätte losgeschrien. Aber warte. Oh, perfekt. Welcher Höhe bin ich? 7. Ah, ich meine normalerweise immer was höher, so. 11 rum. Ah, zumindest auf 10 will ich. Gut. Hoffe ich mal, dass das klappt. Oh, hier ist Lapis. Sehr schön. Oh ja, Lapis mit Fortune 3. Leviathan. Oh. Ich habe irgendwie gefühlt, Christian ist gerade zurückgekommen. Oh, oder auch nicht. Das wäre jetzt wieder so ein Moment gewesen, wo es einfach perfekt gewesen wäre. Ach ja, schön. Oh, ich liebe die Musik. Ah, jetzt komm schon, ich will noch wenigstens einmal Dias finden. Komm schon. Ja? So, dann bin ich nicht weitergelatscht. Wie findet ihr eigentlich so die neue längere Playlist? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich finde es komisch. Bei so einem Modpack finde ich, ist es einfacher zu kommentieren als bei so einem Vanilla Let's Play. Ich weiß es vielleicht, ich schaue jetzt auch so ein paar andere Leute zu, mit denen ich so ein bisschen Kontakt habe, so auch die Minecraft Let's Plays machen, nicht wahr, lieber Speed? Findest du das auch gleich so schwierig, also bei Vanilla, dass es schwieriger ist zu kommentieren als bei, damit schnell, als bei Modpacks? Bei Modpacks kann man doch wirklich schon was erklären. Hier, ja, jetzt brauche ich hier gerade mal Redstone ab, das ist so ein Stein, wo man Kabel machen kann, die aber nur eine bestimmte Reichweite haben, bevor die ihre Bullets verlieren. Jetzt brauche ich hier Cleanstone ab, der jetzt später zu Cobblestone wird. Das ist irgendwie nicht das Gleiche. Ich meine, es ist stinklangweilig. Aua. Dankeschön. Okay, wieder eine sinnlose Anruf bekommen. Ich habe ganz ehrlich gedacht, du wärst eben zu einem Zeitpunkt gekommen, wo ich ein Wort gesagt habe. Nein. Weil ich habe nämlich eben schön Lapis abgebaut mit Fortune 3. Oh mein Gott. Schön? Richtig schön viel Lapis. Ich habe aus einer 6er Ader ein Stack von 52 rausgeholt. Nicht schlecht. Und meine erste Reaktion war, oh, da so viel Lapis. Leviosa. Oh Mann. Und ich habe mir nur gedacht, okay, Christian ist jetzt wieder da, oder? Stille, stille. Boah, Glück gehabt. Hast du jetzt eigentlich noch irgendwas mit Deepox so wirklich zu tun oder wirklich komplett abbrochen? Ja, habe ich noch. Oh. Der Mikro hat mega verschluckt. Warum? Wegen dem Leviosa. Nein, wegen dem Bier. Auch gut. Du hast mich zum Lachen gebracht, weil ich nicht getrunken habe. Freut mich. Ich nicht. Hm. Was meinst du, wie viele Dias habe ich jetzt schon gefunden? 0? Genau. Mann, bin ich gut. Ist, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dieses Mal extremes Pech mit Dias. Ich habe in diesem ganzen Projekt noch keinen einzigen gefunden. Früher warst du die Farmmaschine, heute bist du eine Lappemaschine. Ich weiß nicht, irgendwie. Mein Glück hat mich verlassen. Passiert. Oh, Eisen. Ich habe ein Villager-Dorf gefunden. Wow. Wir laufen erstmal 10.000 Kilometer und du findest jetzt eins. Ja, und zwar bei
13.000. Kommen wir nicht aus der Nullrichtung? Ja. Hä? Was zum Teufel? Cobblestone. Erstmal Village einbauen. Jetzt mal im Ernst. Wie? Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Alter, 15 Minuten und kein einzigen Dia. Jetzt okay. Komm schon, jetzt gib mir doch mal was. Ich habe alle Villager erfolgreich eingebaut. Sind eventuell schon genug zum Farmen. Okay. Einfach dann wirklich an und das wieder tauschen, was sie wollen, oder? Ja. Und darüber sollen wir einen Emerald Beak machen. Jetzt herzlichen Glückwunsch. Was bietet der Leather Worker? Okay, der wird am ersten sterben, als erstes sterben. Okay, ich benutze jetzt noch die Spitzhacke, was ich will noch mindestens einmal Dias finden. Komm schon. Oh, bitte. Oh, Kohle, jo. Oh, Kohle können wir auch gut brauchen. Derek? Hä? Oh, mit einem richtig günstigen Angebot sogar. Okay, den kann man behalten. Ja. Nochmal Kohle. Also nur zur Info, ich fange jetzt auch schon teilweise an zu fahren für den Diabeten, ne? Ja, sorry, wenn ich jetzt schon 3 hab, ne? Okay, okay. Was? Der Librarian bietet ja? Death Striver 3 an. Was? Death Striver. Was ist denn das? Da kannst du im Wasser dreimal so schnell laufen. Ach das. Es ist mega nützlich. Warte. Für ein Buch und 34 Emeralds. Was? Das ist sowas von billig. 34 Emeralds, okay. Es gibt schon Angebote mit über mit Stack, ne? Ich wollte gesagt haben, über den Stack, wie soll das denn gehen? Oder kann ich mittlerweile schon den zweiten Slot benutzen? Nein. Den kann man allgemein benutzen, ne? Okay. Der ist ja direkt für solche Sachen gemacht, für Bücher und Emeralds. Ja, ich dachte jetzt aber für 26 Emeralds direkt rein. Geht, ja. Das geht? Hm. Das hat bei mir damals nie geklappt, auch nicht bei Infinity. Komisch. Aber ganz ehrlich, man muss sagen, ich habe bei Infinity verdammt viele Händler ausgekauft. Weißt du, was ich direkt danach gemacht habe? Was? Die Händler zum Blutaltar gebracht. Ja, warum nicht, ne? Ja, ich habe Blood Magic ja gemacht. Zwar nicht durch, aber... Angefangen, so reicht. Ich habe bisher nur einen einzigen Magie-Mod einmal durchgespielt. Finde ich dann so ein bisschen schade. Ich würde ganz gerne mal mehr mit Magie machen. Aber ich weiß nicht, irgendwann kommt so der Moment, da reizt es einen nicht mehr so wirklich. Gregtech durchspielen. Das war der größte Kampf aller Zeiten. Mhm. Man muss ganz ehrlich sagen, wir hatten verdammt viel Glück, weil Baker damals wirklich nicht nachgedacht hatte. Ja. Ich sag nur Iridium über Osmium. Hat mir sowas von verdammt viel Glück, ne? Aber zum Glück hat auch mal eine auf die Idee. Weil irgendwann Mechanismen gerade erst neu kam. Und es hat verdammt viel Osmium gehabt. Oh, wir haben den Miner einmal losgeschickt. Oh, 17 Stacks Osmium. Kann man draus machen? Iridium? Iridium. Iridium. Dias? Ja. Oh, der kleine Dusch hat Dias gefunden. Alles klar, jetzt los. Du verpiss dich, du Scheiße. Dann geh ich halt. Ja, du auch. Okay.
Ne, ich hab grad, bin gerade aus Flava geschossen, in der Nähe von den Dias. Okay, wie viel hast du? Ich hab 16. Okay, ich hab aus einer Ader 15 rausgeholt. Alter! Dash is back in business, Junge! Jetzt sind wir schnell zurückgelatscht, ein Dia-Schwert gemacht und verzaubert. Also so lange mache ich die Folge jetzt noch. Ich will wissen, was ich kriege. Ich auch. Hoffentlich Crap. Also ich will das Schärfe over 9000, Mending 12 und Looting Fantastillion. Ja. Easy. Dann gehe ich einen Enderman schlank und krieg 17 Fantastillionen Enderperlen. Easy, keine Enderman-Farm mehr. Komm, wollte ich eigentlich in der Overworld oder im Nether machen? Im End machen. Nether-Farm? End-Farm? Ja. Im End? Ja, du machst einfach ein 2-Block großes Gebäude mit einer langen Steinbrücke. Oben aufs Dach Wasser. Und dann kannst du dir einfach alle Enderman anschauen. Und dann kommen die da hin, können dich aber nicht angreifen. Und dann kannst du mit der AOE-Attacke angreifen. Weiß. Das ist sowas von einfacher Trick. Ja. Wieso fragst du dann noch? Ich dachte, du hast gefragt, wo wir die Farm machen. Ach so. Weil ich weiß ja nicht, ob es auch noch einen Trick gibt mit Enderman-Farm in der Overworld. Leicht. Mir fällt gerade auf Anhieb keiner ein. Okay. Auf jeden Fall können wir ja auch mal später mal so eine Goldfarm machen, ne? Ja. So, ich bin oben. Oh, ich muss erstmal einsortieren. Hier sind sie etwas Platz kriegen. Kobbel. Aber jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Alter, wir haben bald eine doppelt hohe Kobbel, ne? Alter, warte mal, ich wollte ja ein Schwert machen. Und verzaubern! Das ist nice! Schärfe 4, Haltbarkeit 3, Rückstoß 2. Das ist neu. Ja, das kann man mal machen. Ja, das kann gehen, ja. Ich hab ganz ehrlich erwartet, dass jetzt wirklich Crap kommt. Da hab ich mich auch erwartet, dass Crap kommt. Hättest du mir jetzt mal ganz und gar nicht gewünscht, ne? Ja, eigentlich schon. Redstone kann hier rein. Hier ist Lapis, hier die Kohle und hier unten kommen die Gems rein. Von der Skala von 1 bis 10, wie oft würdest du mich dafür hauen, dass ich das so ausspreche? Bist du schon wieder gemutet, oder? Nein, nein. Ich verstehe nur die Hälfte der Fragen nicht. Ich weiß nicht warum. Wieso, laggig, oder? Nein. Und heute mein Kopfhörer. Okay. Ich weiß selbst nicht warum. Das war mal eine gute Frage. Wie lange hast du die Kopfhörer schon? 3 Jahre? 4 Jahre? Ja, gut, ne? Also ich kann mich nicht beklagen. Würde ich auch nicht bei dem. Okay, explain me how. Mit einer Menge Fantasie. In einem Oakwood-Wald sind Wölfe. In einem Oakwood können auch Wölfe spawnen. Jetzt! Ja, die können auf der Fläche spawnen, die können... Ach, denn nur mit Fichte? Nein, die können auch im Oakwood, die können dann im Darkwood. Ja, okay, dann erklärt's. Ja. 5. Scheiße.
ziemlich gut aus. 9. 4. Das darf nicht wahr sein. Warte, warte. Die Folge wird nochmal ein bisschen länger. Ich muss nämlich noch ganz schnell was machen. Ich hoffe, das kannst du noch gerade verkraften, oder? Naja. Was geht's? Ich habe noch eine. Mir ist noch eine Idee gekommen, was ich mal gerade bauen kann. Ah. Aber da fehlt mir noch eine Ressource. Deshalb ist nicht Slimes. Nee. Wizards geil. Nicht was beiseite, ich brauche einfach nur. Sag mal schon, wie heißen die Teile? Boah, glaubst du das? Boah, hier, Gravel, meine Güte. Ah, hm. Boah, so ist er intelligent. Gut, jetzt muss ich das nochmal schnell platzieren. Das okay, wie mache ich das gleich am besten? Boy. Also ganz ehrlich, meine lieben Zuschauer, dieser Mix, der gerade läuft, heißt Halloween Mix. Bitte erklärt mir, was daran irgendwie Halloween ist. Ich verstehe es nicht. Das Wort Halloween im Mix. Titel. Bitte komm rüber, damit ich eine verpassen kann. Sinn haben die Antwort, hast du schon so oft gehört? Ja. So. Also ich bin jetzt gleich fertig. Alles klar. Hä? Moment, Moment. Christian? Ja? Wurde das Rezept für Notch Apple entfernt? Ja. Wieso Seite, das denn? Seite 1.8. Oder Seite 1.7 sogar. Bei 1.8 nicht. Ich konnte bei 1.8 einen craften. Da konnte man den auch craften. Auf jeden Fall muss man ihn jetzt finden. Deswegen bin ich so stolz auf den Notch Apple, ne? Ja, geil. Ich habe einfach einen die ganze Zeit, noch die ganze Zeit Gold gefarmt und jetzt gerade genug Goldblöcke für einen gefunden, zusammen. Da, 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 da. Also manchmal hat sich Minecraft viel die Pest. Ah, mir ist aufgefallen, die findet man relativ schnell. Ja, geil. Habe ich die Folge umso wertvoller verlängert. Alter, ist klar. Ja gut, auf jeden Fall. Mit dem Fell beenden wir dann die Folge. Aber was glaubst du, in welchen Biom ich jetzt bin, ne? Mesa? Nein, Mega Tiger. Lol. Ich bin in dem Biom, wo auch noch Cobblestone mit drin ist, so Mosey. Diese. Ach das. Und Pol Pozzol? Ja, Pozzol. Ja. Fuck. Gut, dann würde ich sagen, welche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.